bin heute auf dem Barock-Weihnachtsmarkt in Ludwigsburg. Und da gibt es den größten Adventskranz Deutschlands mit 40 Meter Durchmesser. Wir sind allerdings wegen anderer Riesen da, den MHP Riesen Ludwigsburg. Die sind seit dem Wochenende auf einem Playoff-Platz auf Rang 8. Und wir sind jetzt verabredet mit Johannes Thiemann und schauen mal, was er uns so dazu zu sagen hat. Hi. Hallo Johannes, schön, dass du dir die Zeit nimmst. So knapp nach dem Training. Warst du schon auf dem Weihnachtsmarkt? Ja, ich war schon ein paar Mal hier, schon mal ein paar Mal drüber gelaufen, ja. Wie sieht denn normalerweise so ein Nachmittag nach dem Training aus? Ja, natürlich erstmal was essen, dann vielleicht einen kurzen Mittagsschlaf und dann muss man auch fast schon wieder los ins nächste Training. Im letzten Jahr hast du noch zweite Liga gespielt, jetzt Starting Five, Champions League, All-Star Game. Musst du dich manchmal kneifen? Ja, also es klingt schon alles sehr surreal, also wenn ich so drüber nachdenke. Also es ging alles extrem schnell, aber ich freue mich natürlich, dass es sich so entwickelt hat. Eine rasante Entwicklung. In der vergangenen Saison spielte Thiemann für den 1. FC Baunach in der zweiten Liga. Das allerdings sehr erfolgreich als Youngster der Saison. Der Lohn, ein Zweijahresvertrag bei den MHP Riesen und ein Platz als Center in der Starting Five. Trainer John Patrick mehr als zufrieden. Seine Einstellung, seine Attitude ist seine große Stärke. Er arbeitet so hart, er ignoriert alle kleinen Verletzungen. Sehr guter Typ, guter Teammate. Ist manchmal zu nett. Aber er hat viel Potenzial mit seiner Einstellung. The sky is the limit. Dein Trainer hat gesagt, du bist zu nett. Ja, sagt er mir auch öfters. Ja, durchaus. Also ich. Es kann vielleicht sein, dass ich da noch ein bisschen mich an die Liga gewöhnen muss und vielleicht noch einen Ticken härter spielen muss. Bist du abseits des Platzes dann auch zu nett? Ich denke, abseits des Platzes kann man fast gar nicht zu nett sein. Also ich glaube, auf dem Feld muss man schon hart spielen und manchmal vielleicht sogar ein Arschloch sein, quasi, um wirklich gut zu sein. Aber abseits vom Feld ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Wollen wir ein Glühwein trinken gehen? Ja. Ohne Alkohol ist die Voraussetzung. Auf jeden Fall. Wurde ich extra gebrieft? Ich gebe einen aus. Ich nehme einen Kinderwunsch. Also. Lass uns anstoßen. Cheers. Du hast mit 14 erst mit dem Basketballspiel angefangen. Ja, ja. Also ich habe mein Schulsportlehrer hat mich auf die Größe angesprochen und mich dann mal ins Schulteam geholt und ja, lag mir wohl. Sport und dann. Offensichtlich, aber 14 ist ja relativ spät. Was hast du denn davor gemacht? Ich war Fußballer, leidenschaftlicher Fußballer, ja. Torwart? Nee, ich war zentral offensives Mittelfeld. Also ich war auch mal nicht schlecht, also früher. War auch mal in der Regionalauswahl damals. Aber dann bin ich einfach zu groß geworden und dann sollte ich Innenverteidiger spielen und dann hat es mir nicht mehr ganz so viel Spaß gemacht. Dann doch lieber erster Center bei den Riesen. Der Erfolg gibt Thiemann recht. Beim All-Star-Game der BBL im Januar steht er im Kader des nationalen Teams. Lob gibt's auch von den Teamkollegen. Super talentierter Junge, ist sehr stark für sein Alter, spielt sehr reif für sein Alter. Und ja, er bringt wirklich alles, was wir brauchen, auf das Spielfeld. Am Wochenende geht's dann gegen den FC Bayern. Der große FC Bayern. Also du hast wieder die Möglichkeit, dich auf großer Bühne zu präsentieren. Deine Prognose? Es wird auf jeden Fall ein hartes Spiel. Ich denke, wenn wir es schaffen, denen unser Spiel aufzudrängen, dann haben wir auch gute Chancen in dem Spiel. Aber natürlich sind die schon, es ist schon eins der Top-Teams in der Liga. Und wir müssen natürlich eins unserer besten Spieler abliefern, um da bestehen zu können. Ich wünsche auf jeden Fall viel Erfolg fürs Wochenende, für deine Karriere. Und vielleicht sehen wir uns ja am Münchner Weihnachtsmarkt wieder. Der ist nämlich auch ganz nett. Dankeschön. Alles klar. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao.